Hübsch hier. Nicht wahr? So ein herrlicher Blick über das Tal. An klaren Tagen sieht man Dun Tin in der Ferne. Schade, dass wir aus diesem Anlass hier sind. Ja, sehr schade. Bist du zornig, dass ich Sianna nicht befreit habe und versucht habe, die Sache friedlich zu lösen? Ein wenig. Aber es kann sein, dass ich mich zu Unrecht darauf versteift habe, weil ich glauben wollte, dass es eine Möglichkeit gibt, alles in Ordnung zu bringen. Aber manchmal steckt der Karren eben zu weit im Dreck. Damit muss ich mich abfinden. Regis, lass den Unsichtbaren wissen, dass wir hier sind. Er soll Detlef herbeirufen. Wer mich nicht finden kann, der zwingt mich her? Warum? Du weißt warum. Ich habe keine Lust, Menschengedanken zu erraten. Sag es, oder lass mich zufrieden. Ich verstehe deinen Zorn, aber deine Angriffe auf die Stadt müssen aufhören. Sofort. Meine Bedingungen sind klar. Ich will Rehn. Ich will Sianna sehen. Doch sie ist nicht hier. Du weißt warum. Die Herzogin lässt sie nicht gehen. Dann muss die Herzogin die Konsequenzen tragen. Detlef, bitte. All dies wegen einer Frau? Du verstehst gar nichts. Bring mir es hinter uns. Okay, dann lass uns tanzen. Du hättest sie erwecken sollen, Hexer! Ich bin enttäuscht! Du
hast Unschuldige ermordet. Ich schulde dir nichts. Alter, entspann dich. Oh, gar nicht gut. Alter, was? Wenn du Götter hast, dann fang an zu fliegen. Aua. Wo ist er? Wie aggro ist der denn? Hä? Hallo? Was war das? Was war das? Ich war gerade ein wenig verwirrt. Alter, voll die geilen Cutscenes, ohne Witz, Alter. Es war mega nice. Och nö. Hübsch hier. Schade, dass wir... Ja. Ja, sorry, ich muss das jetzt leider überspringen. Bist du zu... Weil das alles noch mal sich anzugucken, ist ja nicht so geil. Lass den Ältesten der Unsichtbaren mit. Jo. Regist. Ja. Hopp, 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 hopp. Wer mich nicht... Hopp. Warum? Ja. Ich habe... Ich verstehe dein... Meine Bitte. Du weißt, dann musst... Detlaff, du ver... Bring. So, warte, bereite dich auf den Kampf vor. Hab ich denn... Ich habe natürlich keine Öl auf der Klinge, weil ich so schlau bin. Okay, Vampiröl. Okay, ich hoffe, ich bin bereit dazu. Du hättest sie hergeben sollen, Hexer! Ich bin enttäuscht! Du hast Unschuldige ermordet. Wieso ist denn schon wieder... Nichts. Hallo, kannst du mal blocken? Oh, ich habe ihn gerade. So, jetzt dreht er hier wieder völlig frei. Alter, ist das übel zu viel, wa? Das ist übel zu viel. Wenn du Götter hast, dann fang an zu beten. Rosa. Aua. Scheiße. Alter, ich darf in diese Lachen da glaube ich nicht rein, oder? Rosa. Autsch. Aua. Boah, ist das schon wieder tot. Wie soll ich den denn... Wie soll ich dem denn was tun, wenn er da die ganze Zeit rumflattert? Wow.
Ungeil. Nein. Was zum Teufel? Glaubst du, das hält mich auf? Gewärtige den Tod, Hexer! Oh, Alter, wie viel Schaden macht der? Alter, wie viel denn noch? Aua. Alter, nicht gut. Fast tot. Fast tot. Ich muss mich regenerieren. Okay, da war gerade irgendwo eine zweite Luft. Autsch, schon wieder fast tot. Ja, und tot. Toll, von hinten. Alter, wie kacke. Boah, ich hoffe, ich muss jetzt nicht den ganzen Kampf nochmal machen. Das wäre sehr, sehr blöd. Das wäre sehr, sehr blöd. Ach, du willst mich doch verarschen. Nicht wahr? Ey, ganz ehrlich, also ja, der Safe Point ist echt kacke. Bist du, aber der ist wirklich aber kacke. Der ist richtig scheiße. Wie kann man denn, Alter, wie kann man denn da, man kann doch mal zwischenspeichern, warum? Oder nicht, in dem Kampf. Und nicht immer wieder alles von vorne machen. Wie kacke ist das denn? Ich verstehe meine. Ja, bla, 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 mir egal, Kabbala. Wie kacke ist das denn bitte? Kann ich hier vielleicht gleich mal manuell speichern? Das wäre mir ganz lieb. So, Vampiröl. Leckt mich doch im Arsch, ey. Habe ich zufällig noch ein paar irgendwas Igni-mäßiges? Hier, ich hau die hier mal rein. Zumindest die eine. Und das Silberschwert vielleicht mal mit Chance auf Verbrennen. Zweimal. Taumeln, nicht so wichtig. Betäuben, Adrenalin gewinnen, Chance auf Einfrieren und Rüstungsdurchbohrung. Dann hoffe ich mal, dass ich hier vielleicht speichern kann. Ja. Und rein. Und nochmal das Ganze. Zeig mir, was du zu bieten. Du hättest sie herbringen sollen! Ich bin enttäuscht! Du hast mich schon ermordet. Ich schulde dir nichts. Ja.
Ja, du musst nicht blocken, Geralt. Du musst nicht blocken. Ist völliger Quatsch. Ich bin auch schon fast wieder tot. Naja, was eigentlich? Geht gleich weiter. Geht gleich weiter. Ich muss mich erstmal wieder ein bisschen hochheilen. Ein bisschen aufpassen hier. Ich möchte nämlich nicht so schnell meine Tränke verklempern. Zeit zu sterben. So. Ich bete, sobald ich Zeit habe. Ah, toll. Ach. Alter, wie viel Schaden? Nein, 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 nein! Raus da! Hallo? Scheiße! Ja, gut. Nein. Wo ist er? Ja, Geralt, bluff doch! Wir werden dich für den Tod. Das ist den Anfang überhaupt nicht kratzt, Alter. Wie lange soll ich machen? Aua! Ist
bisschen aufpassen. Ich rede jetzt echt ein bisschen wenig, weil ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Aua. Oh, wie er mich immer nur trotzdem erwischt, ne? Ein bisschen vorsichtig. Verdammt. Okay, das erste Ding ist schon mal weg. Nein! Wie konnte er? Alter! Nein, 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 oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss erstmal ein bisschen warten, bis meine Gesundheit wieder ein bisschen höher ist. Sonst sehe ich hier echt ein bisschen blöd aus. Ich kann ihn jetzt nicht angreifen. Schaden der macht. Nein, nein. Alter, aber du willst mich doch verarschen hier. Der sieht auch ganz nach ergeben aus. Nein. Ich muss das schaffen, ich muss das schaffen. Was hat er vor? Was hat er vor? Was hat er vor? Okay, das war der zweite. Gut. Oh, gar nicht gut. Alter, der darf mich nicht mehr hitten. Haha. Nein. Toll. Der darf mich nicht mehr hitten. Der darf mich nicht mehr hitten. Noch mal einen drauf geben. Nein. Alter. Yeah.
Scheiß. Ich hab Angst. Ich will nicht. Okay, er ist fast tot. Überlass ihn mir. Geh jetzt. Ich kann nicht. Du musst. Alter, ich zitter total. Huch! Was für ein umwerfendes Ensemble. Und wie gut es dir steht. Halt den Schnabel. Ich sehe wie ein Depp aus. Der Kaftan ist aus den besten Stoffen genäht, die man kriegen kann. Auf das sorgfältigste gearbeitet. Aber man braucht natürlich ein Minimum an Geschmack, um das zu würdigen. Auch der feinste Mantel vermag nur optische Defizite zu verdecken, keine kulturellen Mängel. Ich trage üblicherweise andere Kleidung, die besser zu meinem Beruf passt. Ich wollte dieses Gewand nicht herabsetzen. Ich finde es nur nicht sehr bequem und offizielle Anlässe kann ich nicht leiten. Man gewöhnt sich dran. Nun, sei so gut und halt bitte still. Wie auch immer dem sei, Toussaints höchste Auszeichnung, der Orden von Vitis Vinifera, verlangt angemessene Garderobe. Man kann von der Herzogin nicht verlangen, dass sie die Medaille auf eine schlammverkrustete Rüstung pappt. Palastprotokolle legen allerhöchsten Wert auf Tradition und Etikette. Eine Tradition, die das Äußere über alles stellt, die den schnöden Schein und deplatzierte Großzügigkeit verherrlicht. Das klingt aber sehnsüchtig und melancholisch, Regis. Weil du kein neues Gewand gekriegt hast? Wohl kaum. So klinge ich eben, wenn ich nachdenke. Ob du es glaubst oder nicht, das kommt öfter vor. Außerdem bedarf ich keines neuen Gewands, da ich der Zeremonie nicht beiwohnen werde. Wieso nicht? Weil ich dazu im Gegensatz zu dir nicht verpflichtet bin. Ich packe lieber meine Sachen. Du kommst sicher später zu mir, wenn du um eine Medaille und ein faszinierendes Erlebnis reicher bist. Verlass dich drauf. Zeremonien, Medaillen für Tugenden. Das reinste Dauerfeuer. Ich hatte auch keine Pause. Und mir geht die letzte Tugend nicht aus dem Kopf. Mitgefühl.
Dieses Puzzlestück passt irgendwie nicht rein. Du glaubst also plötzlich an die Fünf-Tugenden-Theorie? Nach allem, was wir herausgefunden haben? Hier geht es nicht um Glauben, Aberglauben und Altweibergeschwätz, sondern um Schlussfolgerungen und reine Logik. Sienna hatte alles geplant. Hätten wir sie nicht aufgehalten, dann hätte es ein fünftes Opfer gegeben. Eines, das mit Herzlosigkeit in Zusammenhang gestanden hätte. Aber ihre Pläne spielen jetzt keine Rolle mehr. Sie kann sie nicht mehr umsetzen. Der Bote mit meiner Einladung zur Zeremonie sagt, dass Sienna im Palast ist. Die Herzogin hat sich von den Höflingen nötigen lassen, sie in den Turm zu sperren. Willst du gar nicht wissen, wer noch auf ihrer schwarzen Liste stand? Wir haben noch etwas Zeit vor der Zeremonie. Wir könnten noch ein Wort mit dem Schuhputzerbengel wechseln. Er hat Detlef die Namen der Opfer gebracht. Ob wir was übersehen haben? Regis, der Schuhputzer hat nicht davon geredet, dass er irgendwelche Zustellungen gemacht hat. Woher willst du wissen, dass er die Briefe überbracht hat? Während du dich im Ruhm gesonnt und formelle Garderobe anprobiert hast, habe ich einige Nachforschungen angestellt. Du wärst stolz auf mich gewesen. Zunächst habe ich eine Menge Schuhpolitur für unseren Jungunternehmer zusammengemischt. Ich habe beobachtet, dass auf der Straße vor allem das Gesetz der Reziprozität herrscht. Keine gute Tat bleibt ohne Antwort. Natürlich gilt das auch für boshafte und zerstörerische Taten. Wo ist der Zusammenhang mit den Briefen? Als der Schuhputzer die Politur abholte, hat er angedeutet, dass er noch mehr weiß. Wir hatten sozusagen einfach nicht die richtigen Fragen gestellt. Es dauerte ein bisschen, ihm die Zunge zu lösen, aber es hat geklappt. Er hat eingestanden, Detlef die Briefe gegeben zu haben. Er wusste, dass diese Information wertvoll für mich ist. Sie war quasi der Dank. Natürlich will ich wissen, wer das fünfte Opfer ist. Herzlosigkeit, okay. Pass auf. Ich mache ihn hier. Dann speichere ich diesen Spielstand. Dann probiere ich aus, was passiert wäre, wenn ich zu dem Unsichtbaren gesagt hätte, halt stopp und nicht, ich will dich nicht umbringen. Und ich vermute mal, das wird letztendlich trotzdem auf das Gleiche hinauslaufen. Und danach lade ich den anderen Spielstand, was passiert wäre, wenn wir nicht zu dem Unsichtbaren gegangen wären, sondern Sienna gesucht hätten. Und ich denke mal, dann werden wir dann hier an dieser Stelle auch wieder enden. Kann nicht schaden, nochmal mit dem Schuhputzer zu reden. Treffen wir uns bei seinem Stand. Gut, ich warte dort auf dich. Ich kann mich ja so lange mit ihm unterhalten. Zum Schuhputzer? In der Unterstadt? Willst du mein Meisterwerk denn sofort in der Gosse verderben? Ich verspreche, ich bin vorsichtig. So. Was? Ja, hallo? Warum? Hä? Wieso? Was ist hier los? Warum wackelt es hier? Finde ich nicht gut. Ich muss hier, glaube ich, mal eben raus. Irgendwie ist hier was merkwürdig. Schon besser. So, pass auf. Entschuldigung, warte, ich muss einmal gucken. Der war es nicht. Das müsste der hier, glaube ich, gewesen sein, oder? Wenn nicht. Ja, sonst lade ich den hier, den automatischen. Das ist auch nicht so schlimm. So, jedenfalls. Wie dem auch sei. So, das hier ist der vor dem Kampf. Den kann ich jetzt ja überspeichern. Okay. Und dann lade ich diesen hier, wo wir da an Land gegangen sind. Dann kann ich auch drauf. Ja gut, die Rüstung ist ja jetzt egal. Spiel schon wirklich an. Ja, bitte. Und dann gucken wir uns einmal an, was passiert wäre, wenn ich gesagt hätte, warte mal. Ich werde jetzt auch nicht die andere Rüstung da rausholen. Ist ja Quatsch, weil wir spielen hier nicht weiter. Wie gesagt, ich vermute, es wird auf dasselbe hinauslaufen. Und danach lade ich den ganz anderen Spielstand nochmal neu und da entscheiden wir uns dann, Sienna zu holen, würde ich mal sagen. Darf ich vorschlagen, dass du Sienna's Schlüssel verwendest?
Es hat funktioniert. Gut. Ich hätte Schwierigkeiten gehabt, als Nebelwölkchen durchzukommen. Ich habe jetzt schon wieder einen ganz anderen Verdacht. Weißt du, was uns erwartet? Tja, Vampire. Witzig. Da habe ich jetzt schon wieder einen ganz anderen Verdacht. Eventuell stimmt das ja. Man weiß es nicht. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Naja, Schnauze. Hä? Hier ist ein Flatterer? Wo kommt der denn her? Warum ist der hier? Digges? Was ist denn hier ein Flatterer, Mann? Der war aber beim letzten Mal nicht da. Oder hat den Riegis nur alle gemacht? Sehr merkwürdig. Egal. Weiter im Text. Schnell beeilen. Wollen ja nicht lange rumeiern. Hat ja jetzt auch schon so lange genug gedauert. Eieiei. So. Wir sind schon. Woher ja. Weißt du? Ja. Hör doch. Ja. 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 Ich sag. Ja. Alles gut. Jo. Kennen wir. Moin. Spurin. Ja. War schon. Schadler. Gut, ne? So. Keinen Schritt weiter. Stimmt. Du hast einen letzten Schritt getan. Jo, gut. Passiert dasselbe. Alles klar. Dann laden wir jetzt.